Wow, das war, würde ich sagen, genau das, was ich erraten habe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zeige mir dein Schlafzimmer und ich sage, was darin abgeht. Ich bin Birte Fulde und Sexologin bei Orion und ich analysiere Schlafzimmer. Hey, wow. Also ich würde sagen, das könnte ein Instagram-Schlafzimmer sein. Das ist ganz schön hell und hellblau. Was mir als allererstes auffällt, ist, dass da auf der einen Seite dieses Fenster ist. Also es könnte schon sein, dass es zum Garten hinausgeht. Es könnte natürlich auch sein, dass da eine Straße ist und da Menschen wohnen, die ganz gerne beobachtet werden wollen beim Knickknack. Es gibt zwei Nachtschränkchen. Das heißt, es lebt dort ein Pärchen. Jeder hat sein eigenes Nachtschränkchen. Die sind auch unterschiedlich. Also eins hat ja mehrere Schubladen, das andere weniger. Ich würde sagen, also es ist ein Pärchen. Und zwar ist es ein lesbisches Pärchen um die 33 Jahre alt bis 36 Jahre alt. Sie heben aber die Toys, die sie haben, und zwar zu Genüge, nicht in den Nachtkästchen auf, sondern in dieser kleinen Truhe, die vorne steht. Weil sie haben nämlich mehr Strap-ons als jetzt so Kleinteile. Dieser Ast. Wollen wir mal über diesen Ast reden, der dort im Raum steht? Ganz ehrlich, da wird doch irgendwie abends so eine Schaukel angehangen, oder? Und dann wird da lustige Sachen an der Schaukel gemacht. Und zwar nicht nur geschaukelt, sondern auch, das ist ja das Praktische an diesen Liebesschaukeln, dass du ja zum Beispiel auch mit deinem Mund ganz andere Ausblicke dann hast. Von der Höhe. Ihr versteht? Ne? Höhe und so. Ansonsten sieht das Bett sehr weich aus. Ich finde ja, weiche Betten, ne, sind nicht immer so praktisch, wenn man stoßen möchte. Jetzt ist es natürlich bei lesbischen Paaren, dass ja mehr auch mit Mund und durch Reibung passiert. Aber es gibt ja, sagte ich ja schon, ich glaube, da sind Strap-ons, in dieser Kiste sind Strap-ons drin. Und ich glaube, dass dort auch gerne Strap-ons benutzt wird. Das ist schwierig bei so einem weichen Bett. Da muss man vorne auf der Kante sitzen. Mir fällt oben auf, dass da ein Lautsprecher ist. Also ich würde mal sagen, die hören auch zusammen gerne erotische Geschichten. Megamäßig. Also ich glaube, wer mag es nicht? Auf jeden Fall, mein Fazit ist, dass dieses lesbische Pärchen, was dort ist, zufrieden mit ihrem Knickknackleben ist. Auf jeden Fall, da ist nichts offen. Sie probieren Dinge aus, deswegen haben sie ja diesen Baum dort in ihrem Zimmer drin. Aber sie sind auch durchaus für Kuschel, Knickknack offen. Bin gespannt, wie die Auflösung sein wird. Okay, also es wurden folgende Geschichte wurde in die Prompts eingegeben, damit dieses Schlafzimmer erstellt wird. Erstelle mir ein Schlafzimmer von einer älteren, alleinstehenden Lady. Wow, das war, würde ich sagen, genau das, was ich erraten habe. Die eine Vorliebe für die Ostseeküste hat und den mediterranen Lebensstil genießt. Ihr Liebesleben ist schon länger eingeschlafen. Ja, fast das Gleiche, was ich gesagt habe. Jedoch möchte sie sich langsam wieder ein bisschen mehr rantasten. Deswegen hat sie einen Baum da drinne stehen. Ja, ich würde sagen, 10 von 10. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das so gesehen hättet oder ob ihr eher auf meiner Seite seid. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu Zeige mir dein Schlafzimmer und ich sage dir, was darin abgeht.
Übrigens, ihr könnt uns auch Bilder von euren Schlafzimmern einsenden. Einfach an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden.